Breuer Kolo. Und alle, die heute irgendwie Einschulung hatten, die sind jetzt bestimmt knitterkaputt und hoffentlich happy. Guten Abend zu Ihrer Lokalzeit am Dienstag. Vor allem in den ersten Schulwochen nach Schulstart sollten wir Autofahrer rund um Grundschulen ja noch mal ganz besonders vorsichtig und rücksichtsvoll fahren. Für die Erstklässler ist gerade alles neu, super aufregend. Da kann man sich auf dem Schulweg schlecht auch noch auf den Verkehr konzentrieren. Und deshalb guckt die Polizei momentan wie hier in Wenden noch mal extra auf die Schulwege. Da wäre eine Schultüte auch schön gewesen. Zwei Schmallenberger Waldbauern wollen die freilebenden Wiesente bald selber aktiv von ihren Grundstücken fernhalten. Aufpasser sollen mit Quads, also diesen kleinen, bulligen Geländefahrzeugen, an den Grundstücksgrenzen patrouillieren. Grund für diese Pläne sei die Untätigkeit des Wiesentvereins. Eigentlich wurde der gerichtlich dazu verurteilt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Wiesente von den Grundstücken der Waldbauern fernzuhalten. Die Finanzierung des geplanten Luxushotels in Winterberg Hoheleihe ist noch nicht geklärt. Zurzeit ist auch nicht absehbar, wann sich daran etwas ändert. Die jeweiligen Städten melden. Inge Schrader, Dankeschön und Grüße an Ihre ganzen, an Ihre Patenschar. Dankeschön. Und was wir jetzt sehen, das könnte irgendwann mal Ihr Feierabendbier werden. Es sieht jetzt gerade noch ein bisschen aus wie Chemiebaukasten, ist aber tatsächlich Bestandteil der neuen Landbrauerei in Schalksmühle. Da hat sich ein junger Braumeister selbstständig gemacht und in einer leerstehenden Fabrikhalle sein eigenes Brauhaus errichtet. Richtig professionell mit Biertanks und Flaschenabfüllanlage. Denn er hat mit seiner kleinen Brauerei noch Großes vor. Ich möchte sie alle haben. So, jetzt gibt es zum Gebackenen auch noch Selbstgemachtes zu trinken von unserer Schrebergartenfee Kira Preuß. Die hat ja schon einiges angerührt gemacht aus Kräutern, Obst, Gemüse und Gewächsen in ihrem Garten. Für heute hat sie Johannisbeeren gesammelt und macht eine super frische und erfrischende Beerenlimo. Das wäre doch eigentlich auch eine schöne Deko für so einen selbstgemachten Drink, oder? Aus dem Garten in Netphen-Seichendorf kommt diese Dahlie von Heike Gödicke. Und wenn man sie fotografiert, hält sie auf jeden Fall länger, als wenn man sie pflückt. Die Aussichten fürs Wetter. Wieder Schauer und Gewitter. Also es geht noch ein bisschen so weiter. Soweit erstmal die Lokalzeit am Dienstag. Gleich ist Tatortzeit und Kommissarin Lena Odenthal ermittelt den Tod einer Lehrerin, die ist zu Beginn des neuen Schuljahres nicht aufgetaucht, war Wochen vorher schon ermordet worden. Jetzt erstmal die Tagesschau und Ihnen einen schönen Abend. Gerne auf Wiedersehen morgen zur Lokalzeit Südwestfalen.